Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch nach langer Zeit mal wieder einen Film von CineStrange Extreme präsentieren. Und zwar Bolo Vier Fäuste im Wilden Osten von und mit Bolo Jüng. Und bevor wir natürlich zum Video kommen, wie immer, vergesst nicht noch schnell das Abo dazulassen und die Glocke am besten zu aktivieren. So verpasst ihr nämlich keine weiteren Reviews meinerseits mehr. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon ab zum Film. Sollen wir? Die zwei Ex-Knackis Bolo und Ma werden aufgrund von absurden Umständen plötzlich zu den Gesetzeshütern eines kleinen Dorfes in einer Provinz. Darüber hinaus suchen sie noch nach verstecktem Gold und legen sich mit trotteligen Gangstern sowie einer aggressiven Puffmutter an. Doch das ist nur die Spitze des Kampfkunst-Eisberges, denn es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Prügelknaben, die es darauf abgesehen haben, das neue Leben von Bolo und Ma möglichst schnell zu beenden. Aus diesem Grund herrscht im Dorf bald schon ein ziemliches Chaos, bei dem sich Handkantenschläge und Lachsalven abwechseln. Bolo, Vier Fäuste im Wilden Osten ist eine Produktion aus Hongkong von 1977 unter der Regie von Bolo Jüng himself und dies war auch sein Regiedebüt. In der Besetzung haben wir Bolo Jüng natürlich als Hauptdarsteller und wir haben Jason Pai Piao, wir haben Mi Lan, wir haben Jin Yut Song, wir haben To Sin Ming, wir haben San Kwai, wir haben Lung Chan, Eric Zhang und wir haben Chang Tao. Genretechnisch haben wir hier eine Mischung aus Action und Komödie mit jeder Menge Martial Arts, eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren und eine Laufzeit von 90 Minuten. Die Veröffentlichung der Mediabooks sollte eigentlich erst am 31. Oktober 2024 sein, durch CineStrange Extreme, wurde aber um 2 Wochen vorgezogen und wir haben Folgendes erhalten, und zwar ein wattiertes und 2 unwattierte limitierte Mediabooks mit einer laufenden Nummerierung und wir haben hier einmal Cover A, welches ich auch zur Verfügung gestellt bekommen habe, mit einer Limitierung von 150 Exemplaren. Wir haben Cover B, welches das erste unwattierte Mediabook ist, mit einer Limitierung von 200 Exemplaren und Cover C, welches das zweite unwattierte Mediabook ist, ebenfalls mit einer Limitierung von 200 Exemplaren. In eurem Mediabook findet ihr natürlich auch ein Booklet mit 24 Seiten, geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Und als Bonusmaterial ist uns beigefügt worden einmal eine Bildergalerie, Trailer und ein Interview mit Bolo, welches auf dem Movie Days Festival von 2012 erstellt worden ist. Und das wurde in Englisch geführt, mit deutschem Untertitel aber versehen. Und bei den Sprachen könnt ihr wählen zwischen Deutsch und Englisch. Und als Untertitel könnt ihr Deutsch auswählen. Und jetzt gehen wir mal rein ins Mediabook zum Booklet. Ja, und jetzt könnt ihr einen Blick auf das Mediabook Cover A von Bolo Vier Fäuste im Wilden Osten werfen, erschienen durch CineStrange Extreme. Ihr habt hier euer Frontcover, hier habt ihr euren Spine und natürlich euer Backcover. Hier stünde eure Limitierung. Gehen wir mal rein. Wir haben hier vorne einmal die Blu-ray. Und hier hinten die DVD. Hongkong 1979, Regie und Drehbuch, ja, wie schon erwähnt, Bolo Jüng. Mit einem Prolog fangen wir an. Dann Bolo Jüng Teil 1, der Aufstieg des beeindruckenden Muskelmannes. Schöne Szenenbilder, vor allem hier auch schön in den Text implementiert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bolo Jüngs Kung-Fu-Comedy, Cast, Crew und Zeitgeist.
Bolo Jöng Teil 2, der Blutsport und ein zweiter Frühling. Hier haben wir die offiziellen Poster des Filmes und natürlich noch einen Epilog, internationale Titel, original, wie ich schon erwähnt hatte, bei Mahai Ki. In Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, das Vereinigte Königreich und natürlich USA. Die Quellenangaben und wie ich es schon erwähnt hatte, das Booklet ist geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Und das soll's gewesen sein. Die Martial Arts Ikone Bolo Jöng, natürlich besser bekannt, ja, von Filmen mit Jean-Claude Van Damme, und zwar Bloodsport oder auch Double Impact, aber auch Enter the Dragon mit Bruce Lee, spielt nicht nur die Hauptrolle in dieser von Drunken Master inspirierten Kung-Fu-Action-Komödie, sondern gibt auch sein Regiedebüt damit, indem er den größten Teil des Films mit langen Haaren und einem Vollbart herumläuft. Der Zeitraum, in dem der Film spielt, ist unklar, da Elemente des historischen Chinas, des Amerikas der späten 70er Jahre, des britisch kontrollierten Hongkongs und des Chinas der japanischen Besatzungszeit nahtlos ineinander übergehen und dem Bild ein sehr schönes Gefühl von epischer Zeitlosigkeit verleihen. Der Film enthält eine gute Handvoll anständiger Martial Arts Kampfsequenzen, die dazu beitragen, den Film aufzuwerten und ihn inmitten ja, witziger Comedy-Abschnitte am Laufen zu halten. Und zu sehen, dass Bolo Jöng sich in einem anderen Film mal nicht in die Rolle des stereotypischen Bösewicht begibt, empfinde ich als eine der Stärken von Fist of Justice, so der englische Titel des Filmes. Mit einer Fülle an überschwänglich montierter Slapstick-Albernheit hat Bolo eine absurde Carry-on-Kung-Fu-Atmosphäre geschaffen, welche ich so nicht erwartet hätte. Wenn ich hier überhaupt etwas bemängeln müsste an diesem Film, dann fallen mir dazu zwei Punkte ein. Als erstes haben wir hier wirklich viele hervorragend choreografierte Kämpfe, die aber irgendwie scheinbar ohne besonderen Zusammenhang stattfinden. Und zweitens, dass die Handlung jetzt nicht die realistische bzw. glaubhafteste ist. Aber zwei Punkte, die man durchaus vernachlässigen kann. Definitiv kann man eines sagen: Kunst ist kein Wettbewerb. Und das ist gut so. Denn kein anderer Regisseur würde seinen ersten Film nach sich selbst benennen und dann die Hauptfigur in diesem Film spielen, die auch noch nach ihm benannt ist, und einfach 90 Minuten damit verbringen, Gegner mit Jason Pai Piao zu verprügeln. Definitiv bleibt eines zu sagen. Der Film entfesselt eine unglaublich freudige Salve fröhlicher, verrückter Kung-Fu-Scharbanacks und hier vergebe ich, ja, gute 7 von 10 möglichen Filmrollen. Und dieses Mal bin ich wirklich gespannt, wer von euch da draußen, ja, Bolo, vier Fäuste im Wilden Osten kennt. Und wer hat ihn sich vielleicht sogar jetzt im Mediabook von Cinestrange Extreme zugelegt? Lasst mich das gerne alles wissen hier unten in den Kommentaren. Für mich war es ebenfalls eine Erstsichtung. Ich kannte den Film vorher nicht. Ich kenne Bolo Jöng eigentlich eher in seinen ja, typischen Bösewicht-Rollen. Aber die spielt er auf jeden Fall gnadenlos gut. Und wie immer zum Schluss natürlich nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Review. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.